Hey, willkommen zu einem neuen Video. Was ist für dich die ideale Wanderung? Schön ruhig und sicher oder eher ein bisschen aufregend? Wenn du keine Lust auf Vulkanasche und Lava oder steile Klippen mit herabfallenden Felsbrocken hast und dich lieber nicht in Schluchten verirren und tagelang ohne Hilfe herumirren möchtest, dann sind die folgenden Orte wahrscheinlich nichts für dich. Heute zeigen wir euch die 10 gefährlichsten Wanderwege der Welt. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Dieser Wanderweg mag zwei Engel im Namen tragen, aber ein Fehltritt und du siehst vielleicht einen Engel im Jenseits. Der Weg befindet sich im Zion Nationalpark in Utah, USA, auf einer Höhe von 450 Metern und ist ein 4 Kilometer langer, schmaler Pfad. Und ja, es sind schon Leute von der Kante gefallen, denn es gibt kein Geländer, an dem man sich festhalten kann, wenn man stolpert. An einer Stelle ist der Weg nur 60 cm breit. Wenn ihr hier wandern wollt, solltet ihr ein paar Warnhinweise beachten. Den wichtigsten natürlich, dass man hier nicht wandern sollte, wenn Schnee oder Eis auf dem Weg liegt. Auch hier gibt es keine Sicherheitsbarriere. Ein falscher Schritt und man stürzt in einen Abgrund. Nummer 9. Der Rover's Run Trail in Alaska ist gefährlich, weil man auf diesem Weg Hunderten von hungrigen Bären begegnen kann. Er befindet sich am Rande der Stadt Anchorage, wo man wahrscheinlich nicht gerne spazieren geht. Hier am Rover's Run ist die Anwesenheit von Bären auf den großen Lachsbestand im South Fork Campbell Creek zurückzuführen. Deshalb sind hier immer wieder Bären auf der Jagd nach einem leckeren Fisch. Inzwischen gab es zahlreiche Angriffe von Grizzly- und Braunbären auf Radfahrer, Läufer und Wanderer. Aus Sicherheitsgründen haben die örtlichen Behörden erwogen, den Weg für die Öffentlichkeit zu sperren, sich aber schließlich dagegen entschieden. Die Wagemutigen selbst sollten klug genug sein, diesen Weg zu meiden. Meint ihr nicht auch? Nummer 8. Der folgende Pfad gilt als einer der gefährlichsten Pfade der Welt. Er befindet sich im Tianmen-Nationalpark in China. Diese sehr kurvenreiche Straße mit einer Länge von über 11 Kilometern hat die schwindelerregende Anzahl von 99 scharfen Kurven. Sie führen zur Spitze des Berges, wo sich die Tianmen-Höhle befindet, die auch als Tor des Himmels bekannt ist. Wenn man darüber nachdenkt, ist der Ruf des Tianmen Mountain Trail gar nicht so überraschend. Bevor man den Gipfel erreicht, gibt es eine Menge gefährlicher Kurven zu bewältigen. Es sind viele Kurven zu bewältigen und es bleiben nur wenige Meter Platz, um dem sicheren Untergang zu entgehen. Der höchste Punkt der Straße liegt nicht weniger als 1300 Meter über dem Meeresspiegel. Die Straße beginnt auf einer Höhe von 200 Metern. Sicher, die weiten Ausblicke auf die Natur vor und unter euch sind atemberaubend, aber wenn ihr die Bodenhaftung verliert, eure Augen vom Weg abschweifen lasst oder euch einfach nur ein wenig verirrt, dann ist es ein sehr langer Weg nach unten. Nummer 7. Der US-Bundesstaat Utah beherbergt eine Menge supergefährlicher Wanderungen. Die gefährlichste Wanderung in Utah ist das Maze im Canyonlands Nationalpark. Man kann mit Sicherheit sagen, dass diese Wanderung nicht für Anfänger geeignet ist. Sie erstreckt sich über etwa 12 Kilometer und selbst erfahrene Experten haben es hier schwer. Aber worin genau besteht die Gefahr, fragt ihr euch jetzt bestimmt. Zum einen ist Hilfe im Notfall Stunden, wenn nicht gar Tage entfernt. Außerdem kann die Temperatur im Sommer bis zu 45 Grad Celsius erreichen und Wasser ist dort sehr selten. Es wird nicht ohne Grund ein Labyrinth genannt. Es gibt viele Seitenschluchten, sodass man sich leicht verlaufen und vom Hauptweg abkommen kann. Das GPS-System dort ist gelinde gesagt unzuverlässig. Der Weg ist auch nicht nur ein Tagesausflug, sondern erfordert mindestens 3 Tage. Es wird daher dringend empfohlen, in Gruppen zu wandern. Nummer 6. Hawaii ist eines der ultimativen Urlaubsziele. Wunderschöne Natur und als Wanderer bleibt man natürlich für den Kalalau Trail. Hier gibt es steile Klippen, rutschige Pfade, einen tückischen Dschungel und enge Straßen. Der Kalalau Trail an der Napali Coast auf der kleinen Insel Kauai in Hawaii ist sicherlich einer der schönsten Orte der Welt, aber ein Teil seiner Schönheit rührt von der Tatsache her, dass er sehr gefährlich ist. Ihr beginnt die Wanderung am Kii Beach. Von dort aus führt der Weg 17 Kilometer an der Küste entlang. Der Weg führt euch durch alle möglichen Herausforderungen, den Dschungel, die zerklüftete Küste, über schmale und zerklüftete Pfade, vorbei an steilen Klippen und herabfallenden Felsen und Strömungen, die euch ins Meer ziehen können. Diese Route hat schon viele Menschen das Leben gekostet. Während die besten Wanderer den Weg an einem Tag bewältigen können, brauchen die meisten 2 oder 3 Tage, um ihn sicher zu bewältigen. Nummer 5.
Es gab eine Zeit, in der die frühen Siedler glaubten, dass die Catskill Mountains in New York der Wirt des Teufels seien. Es heißt, der Teufel habe dort einen sogenannten Teufelsweg geschaffen, indem er steile Schluchten zwischen den Berggipfeln gegraben habe, während er mit dem Schwanz schnippte. Die Geschichte mag wahr sein oder auch nicht, aber heute assoziieren die Menschen mit dem Namen, dass der Pfad wahnsinnig tückisch ist. Die Wanderer müssen mit Händen und Füßen über schwierige, rutschige Pfade kraxeln. Sie können sich kaum an den steilen Felswänden festhalten und müssen an den schnell fließenden Bächen nach Luft schnappen. Der Devil's Trail zeichnet sich besonders durch seine Höhenunterschiede von mehr als 2000 Metern und manchmal mehr als 3500 Metern zwischen den Gipfeln aus. Die Aufstiege sind steil und die Abstiege steil. Das kann man wirklich nicht als Wandern bezeichnen, eher als Bergsteigen. Nummer 4. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber die Via Ferrata in den italienischen Dolomiten gilt als einer der am wenigsten gefährlichen Wanderwege. Trotz dieses unschuldigen Rufs kann ein Fehltritt dort immer noch euer Leben kosten. Via Ferrata bedeutet Eisenstraße und ist ein Bergweg mit Leitern, Stahlseilen, Hängebrücken und Holzstegen. In der Tat handelt es sich um einen sehr abwechslungsreichen Weg für sportlich begeisterte Wanderer. Die erforderliche Ausrüstung ist erstaunlich. Klettergurte, Seile, Metallhaken, Helme und vieles mehr. In Gruppen werden die Haken einer nach dem anderen ausgehängt und wieder am Seil befestigt, während die Wanderer den Parcours Stück für Stück durchqueren. Ein Unfall aufgrund menschlichen Versagens ist hier nur ein kleiner Ausschnitt. Ein tödlicher Vorfall betraf beispielsweise eine Frau, die stürzte, weil sie versehentlich ausgehakt wurde. Nummer 3. Der nächste Abenteuerwanderweg befindet sich auf dem Berg Huashan in China. Die Wanderer gehen vorsichtig über Holzbretter, die mit Bolzen an der Seite eines 2160 Meter hohen Berges befestigt sind. Natürlich ist man gefesselt, aber viel Glück, wenn man beim Blick nach unten den Halt findet. Der Weg ist als Plankenweg bekannt. Er führt zu einer Stelle, die tausende von Metern hoch auf dem Südgipfel liegt. Um es gelinde auszudrücken, tödliche Stürze sind keine Seltenheit. Sie sind sogar so häufig, dass es zwar keine offiziellen Statistiken gibt, aber manche behaupten, dass die Zahl der tödlichen Stürze oft gegen 100 geht. Da nur ein Klettergurt und eine kleine Eisenkette zwischen euch und eurem Schicksal stehen, kann man sagen, dass der Plank Walk einer der schrecklichsten Wanderwege der Welt ist. Findet ihr nicht auch? Nummer 2. Was könnte gefährlicher sein als eine felsige Klippe und ein Weg ohne Leitplanke? Ein Weg namens Vulkan de Pacaya, der über einen aktiven Vulkan führt, der regelmäßig heiße Lava und Asche ausspuckt. Der erste Ausbruch dieses Vulkans fand vor etwa 23.000 Jahren statt und seitdem spuckt er fast jedes Jahr Asche und Lava aus. Bei einem Ausbruch im Jahr 2010 kamen beispielsweise 3 Menschen ums Leben, als Trümmer bis zu 1500 Meter über den Vulkan geschleudert wurden. Die Asche wurde dann bis auf 13.000 Meter über dem Meeresspiegel geschleudert. Wenn ihr jedoch das wilde Leben mögt, ist dieser Vulkan genau das Richtige für euch, um ihn zu überqueren. Wenn ihr den Weg überlebt, habt ihr einen wunderschönen Blick auf den Pacaya in 2550 Metern Höhe. Nummer 1. El Caminito del Rey, auch bekannt als der kleine Pfad des Königs, ist berüchtigt für seinen Mangel an Hilfsmitteln, mit denen man Gefahren und Unsicherheiten aus dem Weg gehen kann. Nicht umsonst ist der Caminito del Rey der gefährlichste Wanderweg Spaniens und wahrscheinlich auch der gefährlichste Wanderweg der Welt. Der Weg ist etwa 100 Jahre alt und sehr vernachlässigt. Er liegt auf einer Höhe von 100 Metern und die Holzbohlen sollen nur 5 cm dick sein. Wenn ihr die Löcher, fehlenden Stücke und morschen Teile seht, werdet ihr wahrscheinlich sofort umkehren. Oder würdest du trotzdem hindurchgehen mit einem Schauer purer Angst, der bei dir bei jedem Knarren über den Rücken läuft? Weil du dich fragst, ob dieser Schritt den Weg zum Einsturz bringen wird? Welchen Weg fandest du am gefährlichsten und hast du selbst schon einmal eine gefährliche Wanderung gemacht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.